MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15. Heute setzen wir unsere Pro-Karriere in England fort und spielen heute gegen Birmingham City. Und ich möchte euch ganz lieb dazu begrüßen. Meine treuen Zuschauer und Fans. So, dann werden wir auch gleich mal loslegen. Da sind wir wieder im Stadion. Herzlich willkommen, sagen Manni Breukmann und Frank. Oh mein Gott, wie sieht denn der Platz aus? Ganz speziellen Bedingungen. Boah, also das habe ich selten erlebt, Manni. Ei, 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 ist das kalt. Also und so richtig viel sehen kann man auch nicht bei dem Schneefall. Und zwischendurch noch mal zu Technik. Heute heißt es Rotherham United gegen Birmingham. Kann ja lustig werden. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Ja, er ist so ein Kleinen, wie mein Ruhrgebiet sagt. Er müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen, da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball, das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Die anderen können Sie nur noch mit dem Fernglas sehen. Sie sind ganz oben. Oh, Manni, Manni, ein Spruch. Ja, man merkt die Platzverhältnisse. Mund, aber ist natürlich völlig korrekt. Die stehen gut da und sie können es packen. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Da wird zum Eckball geklärt. Na, passt ein Handspiel. Also man merkt ja schon, die Witterungsbedingungen sind nicht so ideal. Oh, auf der Linie gerettet. Herrlicher Pass. Also bei diesen Bedingungen eine Grätsche, das würde ich mir aber zweimal überlegen. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Ja, sogar der Trainer hat einen dicken Mantel an und wir müssen in kurzen Hosen spielen. Perfekt. Bradley. Gute Flankenmöglichkeit. So, da haben wir mal schön reingeflankt. Dieser blöde Schnee wird sich der Torwart sein. Ja, aber das musst du auch erstmal machen als Angreifer auf diesem Untergrund. Für den Keeper ist das eine ganz gute Chance. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super. So, und da sind wir 1-0 in Führung.
sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelupst. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Ball im Aus, gibt immer schön im Abseits zu standen. Bradley. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Die Flanke kommt gut. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Die verstehen sich blendend. Balleroberung. Das muss einen Freistoß geben. Das tat schon beim Hingucken weh. Und da sieht er gelb. Naja, war klar, dass er da gelb zeigt. Bradley. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sein? So, Halbzeit, 1:0. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Viele Tore haben wir nicht gesehen, Buschi, aber wir haben ja noch 45 Minuten Zeit. Ja, und da will ich mal hoffen, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich setze voll auf die zweite Hälfte. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Sie holen sich die Kugel auf den Flügel. Wenn man sieht, schneit es jetzt wieder wunderschön. Es geht alles schön zu Lasten meiner Grafikkarte. Aber ich habe ja bald eine neue. Und dann solltet ihr das richtig abgehen und flüssig laufen. Bei so einem miese Wetter, da ruckelt es natürlich um einiges. Können Sie die Flanke verwerten? Das kann er viel besser. Aber da hätte er den Ball natürlich eher drücken müssen. Und hier für die Zuschauer noch einmal die Wiederholung des Tores von eben. Bradley. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Ach, schade. Sind wir nicht rangekommen. Er kriegt die Unterstützung. Auf dem war ja auch gar nicht so gepasst gewesen. Sauber, Jungs, da hinten. Schön sauber halten. Bloß kein Gegentor. Na, er macht da unten mal ein Einwurffestival draus. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja.
Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Ja, und die nächste gelbe Karte. Da waren es dann schon zwei. Ich würde die zwei jetzt auswechseln. Abstoß geben. Und hier für alle nochmal die Wiederholung dieser Tätigkeit von gerade eben. Ja, hier sieht man es ganz deutlich. Auf jeden Fall eine gelbe Karte. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Müsste Abseits sein, ja? So, die letzten 10 Minuten laufen. Dieser Auswechslung denkt er schon an das nächste Spiel, denn wenn der heute vom Platz geflogen wäre, der Spieler, dann wäre er im nächsten Spiel definitiv nicht dabei gewesen. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Die Fans scheinen die drei Punkte fest eingeplant zu haben. Alle stimmen in die Gesänge mit ein. Und ich glaube, die haben ein gutes Gefühl dafür. Ihr Team zeigt eine prima Leistung und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was schief geht. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Jawohl, jetzt wird resolut abgewehrt da hinten, raus den Ball. Links bieten sich Mitspieler an. Mit das sicherste Mittel, was es gibt. Bitte rein! Sie kämpfen, als ob es um ihr Leben ging. Sie wollen den Ausgleich. Ja, und wir wollen jetzt den Sieg. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Ja, da sind 90 Minuten rum. Ja, da haben wir 1-0 gewonnen. Der Trainer ist zwar nicht Hüb Stevens, aber sie haben mit ihrem Abwehrbollwerk gewonnen. Ja, also das ist wirklich unfassbar. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da passt wirklich dieser Ausdruck. Bei diesen allerbesten Spielwetter hier. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Na, dann bis zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Tschüss.